Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück, meine lieben YouTube-Viewer, Schauer, Zuschauer, wie man es so nennen will, keine Ahnung, ich habe keinen Namen für die Leute, die auf YouTube gucken, außer YouTuber, aber das ist wohl wahrscheinlich der falsche Begriff, weil dann würdet ihr selber Videos machen und würdet euch nicht diesen Müll hier reinziehen, hat er nicht gesagt. Wir wieder dabei mit ein wenig Last Epoch. Wir haben immer noch nicht unsere Kampagne durch und deswegen, das werden wir noch durchspielen. Wir werden das durchziehen, hundertprozentig. Der olle Kevin, der wird das schon schaffen, irgendwie. Hundertprozentig, bin ich mir sicher. Ne? So, lass mich nochmal hier das da abschicken. Perfekt. Sehr schön, damit alle Bescheid wissen, dass wir online sind und dass wir jetzt ein wenig Last Epoch spielen. Ja, ja. Oh. Also immer wieder, ne? Immer wieder richtig nice, diese Musik. Mann! Nicht genug kann ich davon bekommen. Nicht genug kann ich davon bekommen. Okay. Wir haben bestimmt unser Inventar vorher geleert. Jawohl. Boah, wir sind doch sehr. Wir sind doch super gut dabei. So, also. Im Observatorium hätten wir irgendwie was. Der Wüsten. Die Oase. Ich glaube, wir haben mit dem Observatorium aufgehört, ne? Irgendwie so war das doch, ne? Wissenscharts und sowas. Enthalte eine Prophezeiung von einem Teleskop im Observatorium. Ah, okay, das können wir natürlich noch nicht machen. Wir haben noch nicht genug Gunst. Dann. Was heißt das da jetzt? Kleinversion ist veraltet. Das stimmt nicht, ich habe geupdatet. Nochmal. Die ist nämlich alles andere als veraltet. Der sagt mir, das wäre veraltet. Okay, dann gehen wir halt noch einmal kurz raus. Sagen zum Desktop. Okay. Gut. Dann, kriege ich ja einmal kurz einen schwarzen Screen. Nee, wir gehen hier rüber. Was? Es war jetzt aber gelogen hier. Das ist doch komplett gelogen. Ich habe es doch erst geupdatet. Und hier ist auch nichts Neues in der Warteschlange. Wir spielen? Wir spielen? Ach, Mann. Warum muss das immer mir passieren? Ja. Starte. Ich denn zufälligerweise wirklich eine andere Version oder so? Ich mal gucken. Eigenschaften. Wo ist es? Updates. So, in Aktualisierungsdatum der installierten Inhalte. Ja, sollte aktuell sein. Ich sehe hier nicht die Version des Spiels. Irgendwo konnte man die mal sehen, aber ich sehe die hier nicht mehr. Dann wechseln wir mal rüber. Wieder hier drauf. Oh, keine Musik. Ah, jetzt. Gut. Doch. Es hat uns ja verbinden lassen. Das fand ich jetzt ein bisschen. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Na gut. We are back. Vielleicht sagt das die News ja irgendwas. Nee? Okay. Sagt nichts. Dann. Machen wir das aufs Neue, gucken, ob das funktioniert. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann weiß ich es auch nicht. Ah, geht doch. Geht doch. Komisch. Naja, wie sagt man immer so schön, Reboot tut gut. Na? Reboot tut gut.
Manchmal, in manchen Fällen natürlich aber auch nicht. Ist immer individuell. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Oase rein. Ab in die Oase. Hopp, hopp. Nice. Oh, Aces. Ah. Und wieder schön ins Chillen. Mm. Da sind wir doch wunder gerne. So. Müssen wir nur noch hier den einmal machen. So. Ich gehe wieder mein Zeug einrichten. So. Ach ja. Guckt euch das mal an. Da ist eine Robe fort. Fängt doch schon mal gut an. Und sogar eine Kiste. Oh, okay. Oha. 43% Nebenhandkatalysator ist aber auch nicht ganz so geil. Weil da haben wir doch schon einen geilen, oder? Das ist halt 13% erhöhte Dauer. Das ist, glaube ich, das Einzige, was... Ja, wobei, die Chance ist auch noch mega geil mit 25%, ne? Elementarschaden mit LP-Entzug. Das ist das, was uns immer so extrem schnell aufladen lässt, ne? Wir lassen da mal... aber nice to have! Nice to have! Ist wieder mit ein bisschen Blitzdingsbums. Nicht unbedingt was für uns, aber kann ja noch werden. Wenn wir vielleicht irgendwann mal Lust haben, eine Blitzskillung auszuprobieren, haben wir schon ganz viel Stuff dafür. Ja, ja. Und ganz, ganz viel. So, weg mit der Viecher. Oh, was bist du? Oh, hallo. Ach, ihr seid zwei. Okay. So, wen haben wir denn hier? Ach, stimmt. Da war ja was. Ich weiß, warum wir da rein sollten. Sag mal. Diese Dinger, ey. Betritt die Stacheljägerhöhlen. Bringen wir eigentlich gerade so immens viel Schaden? Das ist ja wirklich extrem viel Damage. Sind das echt alles diese kleinen Käferchen? Oder sind das echt diese Hunde? Okay, ich sehe schon. Also es ist wahrscheinlich das Gift, das uns hier das Leben schwer macht. Mal wieder. Ah, ich hasse Gift einfach. Gift ist sehr ätzend. Gift ist extrem ätzend. Nicht zu empfehlen. Wir müssen echt dann auch mal so ein, irgendwie uns so eine Klasse finden. Wahrscheinlich der Primalist oder so. Oder vielleicht sogar der Schurke. Wo wir dann mit Gift spielen können. Das würde ich auch gerne machen. So eine rein physische Klasse wäre bestimmt auch cool mal. Ohne Elemente. Jetzt
sterben die aber nicht mehr so dolle, ne? Habe ich das Gefühl. Die gehen irgendwie nicht mehr so schnell tot. So, was sollen wir hier finden? Oha! Hallo! Tschüss! War ja gar nicht so schlimm. Ach, hier sind sogar Leute zum Reden. Hier sind sogar Leute zum Reden. Man muss sagen, der initiale Damage von diesen Hunden oder was das ist, der ist wirklich nett. Um es mal schön auszudrücken. Schöner Oasensalamander. So, und da komme ich gar nicht rüber, oder was? 24-7 lass ich Programm zocken. Ja, widerlich. Ja. Nein, es ist wunderschön. Aber dafür am Freitag ja vielleicht was anderes. Deswegen die Frage, am Freitag Bock, Helldivers 2? Hätten Sie Lust da drauf? Meine Wenigkeit würde vielleicht sogar gönnen. Also, das Game. Weiß nicht, ob man in Game irgendwie was kaufen kann. Da ich aber. Ja. Perfekt. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Da hätte ich nämlich wirklich. Also, da hätte ich Bock drauf. Ich habe jetzt viel davon gesehen. Und na gut. Also, viel ist dann auch wieder relativ. Ich hab ein paar Streams geguckt. es hat sich anscheinend ziemlich verbessert. 12 Kanalpunkte, das muss für Helldivers reichen. Ja, maybe, ne? Also, müssen wir mal gucken, ob das reicht, ne? Ja. Ja, es ist sehr nice. Es ist wirklich sehr nice. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil davon habe ich dann doch noch nicht so viel gesehen, was quasi das Endgame so ein bisschen ist. Also was macht das Endgame aus? Die haben die da auch was für? Ist es dann im Endeffekt so immer bessere Waffen sammeln oder was ist das Endgame? Da hatte ich nämlich noch nicht so hundertprozentig den Überblick darüber. Weil ich weiß irgendwie, es geht bis Level 50 maybe oder so irgendwie was in dem Dreh. Und dann wäre halt die Frage, was machst du als Endgame? Und so. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Und vor allem, was ich sehr nice finde, die sind so ein bisschen wie Ashes. Die sagen auch einfach, was die von ihrem Game wollen, ne? Zum Beispiel CEO? Nee, Lead Designer oder whatever, keine Ahnung, was der gesagt hat, so, es wird niemals einen PvP geben. Die wollen diese toxische PvP-Community nicht drin haben. Und das finde ich so ein krass geiles Statement. Also jetzt nicht für die PvP-Leute, für die ist es actually eigentlich ein beschissenes Statement, weil die wahrscheinlich gerne PvP spielen würden. Aber ich finde es halt geil, dass man sagt, man hat eine Vision für das Game und diese Vision ist kein PvP. Und man hält sich einfach dran. Egal wie viele Leute da was dagegen sagen. Ich finde das, das verdient Respekt, das auch durchzuziehen und sich dann nicht beugen zu lassen,
Aber auf der anderen Seite, PvP-Leute sind kacke. Das ist halt leider sehr oft so. Leider wirklich sehr oft so. Und auf der anderen Seite hören sie halt auf ihre Community, ne? Also wenn es dann wirklich um Game-Mechaniken geht und halt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also habe ich jetzt noch nicht particular irgendwas rausgehört, was sie richtig geil gemacht hätten, wo sie auf die Community gehört haben, aber es wird wahrscheinlich Sachen geben, alleine, weil die halt solche Aussagen machen. Good day, Traveler. Oh, die Dinge werden kontinuierlich schlechter. Wenn der Betrieb in den Minen nicht bald wieder aufkommen wird, ist das ganze Quartal ruiniert. Okay, die Frau scheint ihren Gedanken versunken. Was hast du hier? Hey, tut mir leid, aber im Moment darf niemand in die Mine. Die Bergarbeiter streiken gerade und da soll niemand dazwischen funken. Verstanden? Als ob ich dir das abnehmen würde. Was geht wirklich da drin vor? Ich mein's ernst. Mehr weiß ich auch nicht. Ich kann niemanden reinlassen und so leid es mir tut, das gilt auch für dich. Du musst mir jetzt sofort sagen, warum? Sei es drum. Die Schuppenbahn werden die Mine schon bald übernehmen und es sind so ziemlich alle schon draußen. Ich bin nur froh, dass wir nicht noch mehr Leichen rauskarren müssen. What? Irgendwas stimmt da drin nicht. Vielleicht kümmern sich Schuppenbahn ja drum. Vielleicht kann ich mich ja um das Problem kümmern. Danke für das Angebot, aber im Moment ist ja nichts zu machen. Okay. Gut. Also, wir dürfen hier nun nicht rein. Okay. So. Die tun da irgendwas ausrotten da drin. Hört sich ja entzückend an. Dann porten wir halt back. Na, Planeten befreien ist immer schwerer. Wird mit dicken Monstern. Ja, das habe ich gesehen. Das da. Ja. Geil. Leute wollen mehr Waffen. Gleich mehr Waffen. Plus dicken Mech. Und man beschwört und steuert. Nice. Okay, okay, nice. Das ist geil, das ist geil. Wenn die einfach... Das ist aber auch krass. Also, da muss man dann schon Respekt zollen, weil, ich sag mal so, eine neue Waffe da reinbringen, das ist eigentlich fucking viel Arbeit, weil du musst ja auch bedenken, wenn du eine neue Waffe reinbringst, wie wirft die das Balancing von all den anderen Waffen aus dem Gewicht? Ne? Ist sie jetzt übel OP? Kann man die halt mit reinnehmen? Und so weiter und so fort. Und das halt so einfach mal so, ja, Dudes, hier, neue Waffen. Oder vielleicht hatten sie das schon in der Pipeline, kann natürlich auch sein. Dann haben sie es vorgezogen. Aber das ist schon krass. Das ist cool. So, ich sehe, dass sie nicht bei dir ist. Hast du sie gefunden? Sie hat das gleiche Schicksal leidet wie der andere Ender. Sag mir, wie ist sie geschaffen? Hoffentlich muss sie nicht lange leiden. Ich glaube, die Stacheljäger haben sie erwischt. Oh, wie furchtbar. Zumindest ging es schnell. Die Stacheljäger fackeln nicht lange. Ich glaube, ich sollte für eine Weile die Stadt verlassen. Meinen Stand an einem sicheren Ort aufstellen, fernab von all diesem Wahnsinn. Jo, ich wünsche dir viel Glück. Hier bitte deine Bezahlung. Danke für deine Hilfe. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten bringen konnte. Jo. Das ist halt unfortunate, aber naja, muss man halt mit leben. Dann gehen wir mal in den unteren Bezirk. Haben wir noch zwei dieser... da haben wir noch zwei Sachen, die wir machen können. Aber dicken Mech beschwören hört sich auch geil an, ne? Wobei, das habe ich in einem Short gesehen. Das habe ich in einem Short gesehen. Der Mech ist ein bisschen verbuggt, ne? Das habe ich bei, hier Pilot Software gesehen. Er hat mit dem Mech nach rechts gezielt, die Rakete abgefeuert und sich einfach selber in die Luft gesprengt, weil die Rakete den quasi im eigenen Kopf abgefeuert wurde und die Hitbox von sich selber getroffen hat. Das ist natürlich auch ein Achievement. Finde ich cool, wenn man solche Bugs einfach drin hat. Die müssen natürlich schnell raus, aber naja. ja. Eine Waffe war zu schnell und sofort geschwächter gemacht. Könnte sich Riot eine Scheibe abschneiden. Ja. 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 Ja gut, aber bei Riot ist halt auch schwierig, ne? Weil, wenn du da einen Champion mittlerweile anfasst und willst den halt schwächer machen, entweder ist er danach so useless und es spielt ihn keiner mehr. Und ich glaube, es gibt auch kein anderes Szenario, wenn du die nervst. Also,
In letzter Zeit kommt es mir halt so vor, egal was die machen, oder ob buffen oder nerven, danach sind die halt einfach, dann ist halt einfach broken, die können das halt, die können es legit einfach nicht mehr richtig machen. Meiner Meinung nach wird einfach so Zeit für so ein League 2-0. Du kannst einfach alles nerven, dass alles Müll ist. Das will keiner mehr, das Game. Alles Kacke. Aber wobei, wird sich dann wahrscheinlich wieder ausgleichen, ne? Nee, hey, aber meiner Meinung nach, keine Ahnung, also League ist ja jetzt schon wirklich so elendig lange auf dem Markt, ne? Also, wirklich, also da... So lange haben sich nur MMOs gehalten bis jetzt. Deswegen vielleicht wäre es an der Zeit, dort mal irgendwas Neues. Und selbst MMOs, im Sinne von hier Guild Wars zum Beispiel, bringen neue Versionen raus. Nach so einer Zeit. Ich meine, wie lange ist es jetzt? 15 Jahre? Ist das Season 15, wo wir jetzt drin sind, oder ist es noch Season 14? Ja, zum Beispiel, ja. Smite 2 kommt auch. Ja, also, das Ding ist halt, die müssten ja noch nicht mal sagen, dass es irgendwie einen League 2.0 ist oder so, sondern bring einfach nochmal ein stabiles League raus. Das war ein cleaner One-Shot. Holy fucking shit. Der hat mir 776 Leben mit einem Hit abgezogen. Und ich hatte davor was gecastet, weil er hat schon Damage bekommen. Ja, da hat jemand Damage bestellt. Junge, 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 Junge. Ist mit dem Dude da los, ey? Und das war ein normaler Auto-Attack, oder? Na fucking hell! Junge, 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 Junge! Was hat der da mitgeliefert? Naja, nicht wirklich irgendwas. Sagen wir das da mal. Dafür brauche ich nicht wirklich was. Also ich denke, es wäre echt an der Zeit, mal da was Neues rauszubringen. Also, wie gesagt, es muss ja nicht irgendwie was Neues sein, sondern es muss halt einfach mal eine gebalancete Version sein. Wirf doch mal einfach so... Ich würd halt wirklich hingehen und würde so viele Champions einfach mal rauswerfen. Ne? Die ganzen Invis-Champions wegmachen, die Invis komplett wegmachen, das ist halt einfach nur dumm. Ich würde ich würde Assassin Champions komplett overhaulen. ADCs und Tanks komplett overhaulen. Sodass halt einfach das Spielprinzip mal wieder einen Sinn hat. Ich meine, man muss doch einfach sagen, was ist denn das? So, du hast einen ADC, du hast einen Tank. Aber beides spielt einfach keine Rolle, weil es spielt sowieso nur noch jeder Schaden. So, ob das jetzt Bruiser oder Assassin ist. Das macht doch gar keinen Sinn, dann andere Champion-Arten oder Typen überhaupt zu haben. So. Einfach nur dumm. Deswegen würde ich halt sagen, bring da mal ein bisschen frische Luft rein und mach einfach komplett mal alles. Sodass legit alle Rollen, die du in dem Spiel hast und die du auch selber ja vertrittst, die Rollen, sie halt einen fucking Sinn für normale Spieler machen. Und nicht nur, hey, ich bin Pro, kann mir egal sein. Das denke ich zumindest. You
Ein Assassin spielt Leute wieder. Ja, das wär's halt. Mach mal wieder. Also, wirklich. Oh, ich würde auch die Bruiser rausnehmen. Ich würde legit auch die Bruiser rausnehmen. Ich würde die Assassins und die Bruiser rausnehmen. Und würde gucken, dass ich vernünftige Jungler mache. Mit einem vernünftigen Jungle. Die dann quasi so wie so eine Bruiser-Rolle haben. Und nicht, ich kann alles querbeet im Jungle spielen, wie ich lustig bin, sondern dort auch Rollen habe. Ich meine, du hast ADCs, die sind Fernkämpfer. Du hast Supporter, die haben irgendwelche Support-Abilities. Du hast Top-Laner, die müssen halt irgendwie fighten können, klar, okay, aber die können auch Tanks sein, einfach. Und du hast Mages, die Abilities casten. Und im Jungle hast du einfach alles. Du kannst Tank spielen, du kannst Supporter spielen, siehe Ivan, du kannst Bruiser spielen, du kannst Assassins spielen. Das ist einfach keine Rolle, die eine wirkliche Identität hat. Hat sie nicht. Bis auf, ich kann Minions besser clearen als der andere. Das ist das Einzige, was einen Jungle ausmacht. Ich kann meine Minions besser clearen als du. Deswegen bin ich valid im Jungle. Macht einfach gar keinen Sinn. Oh. Oh. Ja, nochmal Blitz. Naja. Ja. Ja, nee, und das, da musst du halt, wenn du sowas haben willst, dann musst du den Rollen wirkliche Identität geben. Na? Dann musst du hingehen und musst so ein Fernkämpfer, der wird immer gegen einen Assassin verlieren. Aber nicht, wenn sein Team daneben steht. Das ist halt einfach so. Der Assassin muss dann andere Wege finden, um sein Ziel isoliert zu killen. Aber wenn das Team daneben steht und das Team für den ADC spielt, dann sollte es nicht vorkommen, dass der Assassin den ADC einfach so one-tappen kann. Das sollte verboten sein. Das ist einfach komplett unnötig. So. Und ein ADC sollte legit einen fucking Tank machen können. Wenn ein ADC mit einem Team da rumläuft, dann sollte der Tank sich denken, fuck. Der sollte obviously ein bisschen was aushalten, aber der sollte am Ende der Erste sein, der stirbt. Und nicht der Letzte, der steht und alles andere geone-shottet hat. Ah, Mann. Da kann man sich echt drüber aufreden. Warum spielst du nicht Diablo? Aus dem einfachen Grund, weil Diablo 4 ist, nicht so meins gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat es mir echt, ehrlich, also nicht wirklich angetan. Das Skillsystem hat mir nicht so wirklich gefallen. Allgemein quasi das Grinden hat sich ehrlich uncool und nicht so gut angefühlt. Und das Dreier habe ich gespielt, aber das ist halt jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Und ansonsten, Path of Exile war zu kompliziert. Zu kompliziert. Und das nächstbeste, was hier rankam, Last Epoch. Deswegen kein Diablo. Und Last Epoch ist wirklich. Also ich bin einfach der Sucht verfallen. So, das ist einfach nur ein mega geiles Game. Es hat nochmal richtig viele Sachen von D3, was mir sehr gefallen hat. Und es kombiniert noch ein bisschen. Es kombiniert noch ein bisschen die Komplexität von Path of Exile. Nicht so ganz, also nicht so dolle, dass ich sagen würde, es stört mich. Oder es ist mir zu komplex. Deswegen, also optimal. Diablo Immortal war eh das beste Spiel. Kappa?
Würde ich jetzt nicht so behaupten. Ich meine, ich habe es nie gespielt. Kann sein, dass es vielleicht ein mega geiles Game war, aber das, was ich gesehen und gehört habe, spricht sehr dolle dem Gegenteil. Ja, also, hat Diablo nicht wieder Mist gebaut? Ja. Diablo hat, glaube ich, schon wieder Mist gebaut mit der neuen Season. Ich wollte ja ganzes Geld loswerden können. Du, es gibt viel bessere Orte, an denen du dein Geld loswerden kannst. Du kannst hier einfach, du kannst einfach auf Twitch kommen und ein paar Subs reinballern. Ich nehme dein Geld gerne. Nee, aber, also, ja, weiß ich halt nicht, ne? Weiß ich halt nicht. Das bin ich auch so ein Ding mit den ganzen Handy-Games mittlerweile, die einfach nur noch Microtransactions irgendwo drin haben. Und dann noch so heftiges Pay-to-Win. Weiß ich nicht. Deswegen spiele ich auch keine Handy-Games. Ich lade mir immer so ab und zu welche runter, so Idle-Games. Spiel die einfach einen Tag. Die auch niemals hin und cash da rein. Also normalerweise nicht. Kann natürlich sein, dass mal ab und zu der Finger vielleicht sich auf den 1-Euro-Kauf bewegt. Aber ansonsten cash ich da wirklich nicht rein. Und dann wird es auch wieder nach 2 Tagen deinstalliert. Ich bezahle sie jeden Cent das Geld aus der Tasche für Perlen. Ich habe Immortal. Was für ein Zahnarzt. Ich hoffe aber schön, also ich hoffe schön, du ziehst den Patienten so den Goldzahn und steckst ihn dann so selber ein. Jetzt sagen wir, dass sie im Wartezimmer sind. Ich kann keine mein Skill Level Tree. Can I help you? Nice. Das müssen aber sehr geduldige Patienten sein. Wenn der Arzt noch chillen kann. Sieh an, was machst du denn an einem Ort wie diesen? Idealerweise will ich rein. Ah, welch Jammer. Zugang haben nur Mitglieder. Aber ich könnte dich reinbringen, natürlich gegen einen kleinen Obolus. Und wie viel wird mich das kosten? Normalerweise bin ich ziemlich nachsichtig mit der Gebühr, aber du siehst mir wie jemand aus, der etwa 100.000 zahlen kann. Immerhin dreht sich bei uns alles darum, den Bedürftigen zu helfen. What? Ich werde da jetzt reingehen. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Oder mich einfach durchlassen. Ja, das ist basically it, ne? Also, halt mich doch auf. Wirklich so schade. Dir scheint dein Leben nicht gerade viel zu bedeuten. Na dann, Leute. Da hat jemand eine Lektion nötig. Okay. Ja, mach mal. Wenn du denkst. Try me. Hab dich getried. Und dann hast du nur 169 Geld. Bäh. Yu-Gi-Oh! Boost. We don't talk about that. We don't talk about that. Yu-Gi-Oh! Ein Tabuthema, okay? Das ist das einzige Handyspiel, das ich Geld buttere. Gebuttert hab. Nicht mehr. Nee. Ist das Spiel kostenlos? Last Epoch? Nee. Last Epoch ist nicht kostenlos, kriegst du aber für 34 Euro auf Steam. Kannst ja versuchen, dein Diablo Immortal Geld wieder zurückzuverlangen. Dann kannst du dir ganz locker das da kaufen. Nee, also 34 Euro. 34 Euro und dafür kriegst du einen Vollpreistitel. Also legit, es ist ein Vollpreistitel. Also 34 ist eigentlich, muss ich wirklich sagen, für die Länge an Content, die das Game hat. Und wo du hier quasi
spielen kannst und was das an Kampagne hat, locker Vollpreistitel. Locker. Und das für 34 Euro. Können sich sehr viele Leute mal was dran abschneiden, ne? Diablo, Pust. Wir sind nämlich hier jetzt schon gute... Boah. Ich glaube, gute 25 Stunden dran, wenn nicht mehr. Warte, ich kann ja mal gucken. Ich habe jetzt in dem Game 41 Stunden. Davon sind gut 30, wenn nicht sogar 35 die Kampagne. Ich habe selber noch ein bisschen gespielt. Deswegen kann man das wahrscheinlich nicht mit reinzählen. Und wir sind immer noch nicht fertig mit der Kampagne. Dann siehst du mir, bin beim Immortal in die Schuldenfalle getappt. Ja, ne? Es ist natürlich echt mies, muss man sagen, ne? Hättest du besser nicht gemacht. Sollte dir eine Lehre sein. Deswegen gibt es auch kein Last Epoch jetzt für dich. Okay, was ist das hier? Gib mir... Oh! Gib mir dein Unique! Gib mir dein Unique! I want it! War die Glyphe? Nein. Wenn du zwei Runen für die Runenbeschwörung hast, können sich deine Runen nicht ändern, bis sie aufgebraucht werden. 2% Chance pro Intelligenz auf plus 22% Elementardurchdringung mit zwei Runenbeschwörungen. Okay. Das ist echt ein geiler Götze. Jetzt weiß ich nur nicht. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Dass da sind Defensiver, der kann da raus. Habe ich noch einen Defensiven? Nee, aber... Ich würde das gerne mal ausprobieren. Können wir jetzt keine... Okay. Wir können jetzt nicht mal unseren Feuerball casten. Dafür... kriegen wir halt einfach... plus 22% Elementardurchdringung. 2% Chance pro Intelligenz. Wie viel Intelligenz haben wir? 17. Das wären 34%. Nee, das ist ja nicht worth it. Wir nehmen das noch raus. Wir brauchen mehr Intelligenz. Wenn wir mehr Intelligenz haben, dann können wir nämlich das da benutzen. Ich will dann mindestens 50 Intelligenz haben. Wir haben, glaube ich, sowieso noch einen Skill, der sich mit 50 Intelligenz ganz gut erträgt. Was war jetzt hier noch drin? Da war nichts mehr drin. Okay. Gut. Ah. Oh nee. Oh nee. Gone. Looks like trouble. Ja, ich sehe doch nicht wie trouble aus. Ich sehe wie fire aus. Gonna burn your all. Okay, da geht's sogar lang, ne?
Leveln. Was leveln wir denn? Wir leveln das Nama noch hoch. Ich habe immer noch nicht geguckt, was mit dem Brandmark-Ding da auf sich hat. Ah. Ich mies. I did not do that. So, hier noch den immer schön den Schrein mitnehmen. Und da unten noch lang. Da waren wir nämlich noch nicht. Nice. Einen auf der anderen Seite angezündet. Ja, komm doch her. Kommen Sie doch her. You can't touch me. Don't touch us. So ist es eigentlich. Bring an euch. I'll tear you apart. We'll crush you. I tear you apart. Nope. You will not, and I will burn you. Hihi. Sind nur so Schuppenbanddinger, oder? Sind alles Schuppenbanddinger. Das lässt einen einzigartigen Gegenstand fallen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab... Wir haben mal echt Glück! Plus 3 Runenbeschwörung. 19% mehr Schaden mit Ra beim Verwenden eines Zepters. Wir haben kein Zepter, wir haben ein Schwert. Wir brauchen den Zepter. 3% Verschaden pro Einstimmung für Bestörung mit Ra als ihrem als ihrer zweiten Rune. Okay. Oh mein Gott. Das ist ja insane. Holy. Okay. Jetzt müssen wir big gehen. Pro Verbrauch der Rune. Das direkte Wirken von Runenbeschwörung gestattet jetzt Mana-Kosten, verursacht mehr Schaden. Jedoch eine Abgangszeit, wenn sie auf diese Weise gewirkt wird. 12 Sekunden Abgangszeit. Okay. Also das wäre doch noch cool zu haben. Das ist plus 45%, ne? Ich glaube, wir können da sogar reingehen, ne? Jetzt hat das halt ein bisschen Abklingzeit. Aber das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Weil...
Aha. Wir wirken es ja auch hiermit. Und dann hat es ja eh gar keine Abklingzeit, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob der Damage jetzt dafür auch geht, aber ich glaube schon. Sehr schön. So, wir brauchen jetzt nur noch ein Zepter. Hier auf die Seite. Nice. Ich glaube, es macht wirklich mehr Damage. I like. Endlich mal wieder was für uns gefunden. Wurde ja auch mal Zeit. So, Elendsviertel von Majelka. Gehen wir mal rein. Da ist aber ganz bottom, hä? Okay. Ah, das ist die Gildenanführerin. Okay. Ja. Will nichts sagen, aber you will lose und so. Oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Ich habe nie was gesagt. Ich habe nie was gesagt. Überhaupt nicht. Okay. Nee, oder? Sie ist einfach eine Nagasa, die sich verwandelt hat. What? Aber hä, die geht doch gegen ihre eigenen Leute dann. Okay. Na gut, wäre jetzt nichts Neues in der Spielgeschichte, dass Leute gegen ihre eigene Rasse gehen wollen. Uff, ich war bei nichts gestorben. Weil die noch Gift gewirkt hat. Uff. Okay, verstecktes Sendeschreiben des Gildenanführers. Die Infiltrierung geht mit großem Erfolg voran. Die Schuppenbanden haben immer noch nicht bemerkt, dass ich das Gesicht ihres Anführers gestohlen habe. Die einzig wahre Bedrohung für uns wurde in der Wüste verbannt und wartet dort darauf, verhört zu werden. Okay. Die Ermittlungen zu der Schurkin, die aus der Stadt geflohen ist, tragen weiterhin keine Früchte. Ihre Spur verliert sich an den Ulatri-Klippen. Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, dass sie zurückkehrt, aber wir müssen dennoch wachsam sein. Gibt es Neuigkeiten zur Gefäßmaid? Wenn es bestimmt, dass sie mit verbotener Magie herumspielt, müssen wir das Ritual womöglich früher durchführen, sofern die Göttin es gestattet. Okay, also sie hat gar nicht die Nagasa. Die haben die einfach infiltriert. Interesting. Und jetzt sagen die Gefäßmaid würde mit irgendwelcher Magie darum spielen. Auch sehr interesting. I like. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, please don't. Please lass mich hier nochmal raus. Was ist das da? Ist das da gucken mal? Nee. Okay. Hallo, komme ich hier denn nochmal irgendwie raus, außer dass ich mich TP'e? Hier vielleicht? Nee. Es geht, glaube ich, wirklich nicht mehr raus, ne? Das hier ist zugeschüttet. Ach, aber ich habe doch hier noch zu tun. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg da laufen, oder was? Wartet der jetzt noch? Hallo? So, ich kann da nicht mehr hinreisen. Ja, stimmt, weil... Auch cool. Ja, dann reisen wir erstmal dahin. Und dann reisen wir wieder zurück.
Ich habe nämlich noch was anderes dort zu tun. Nochmal da rein. Ab rein da. Sehr schön. Die guten Elendsviertel. Ja. Ich muss noch einmal. Wo muss ich denn hin? Ah, ich muss den Kontakt noch suchen, ne? Ah, der ist da hinten. Ah, okay. Dann gehen wir nochmal da hinten hin. Einmal die Armschienen hier mitnehmen. Ich glaube, hier waren wir ja überall auch schon. Ich habe auch krass, ey. Dann sind sie einfach eingeschlichen. Und dann war da irgendwelche Klippen oder so, ne? Da müssen wir bestimmt auch noch hin. Dann müssen die wirkliche Anführung der Schuppenbanden wahrscheinlich finden. Ist jetzt die Frage, ob die wirklich jetzt die Ansichten der Schuppenbanden hat? Oder ob die dahin geflohen ist, weil andere diese Ansicht hatten? Man weiß es ja nicht, ne? Bin ich gespannt, was das wird. Okay, gehen wir da mal runter. Hallo, ma Dude. What brings you here? Schuppenbannhehler. Ach hey, am Funken in deinen Augen, am Funkeln in deinen Augen kann ich erkennen, dass du was für mich hast. Würdest du mich bitte mal sehen lassen? Ne, wir kaufen erstmal bei dir ein. Da hat er viele Zerfütterungen. Holy. Weil wir müssen nämlich auch noch ein bisschen Sachen verkaufen. Feuerdurchdringung mit Feueranrufung. Wie zerschmettern das Ding? Feueraura ist auch cool. Können wir auch gut vorstellen, dass Feueraura was ist für Nahkampf. So, das sind auf jeden Fall Sachen, die wir nicht verkaufen wollen. Ich glaube, sonst kann alles weg, ne? Ja. Huch, was mache ich denn? Hab ich jetzt irgendwas ausgezogen? Nee, ich habe das nur da reingemacht, ne? Ich dachte, ich wäre beim Händler drin irgendwie. Keine Ahnung warum. Jawohl, perfekt. So, Jan. What brings you here? Ja, sieh dich ruhig um. Er begutachte das Werk. Er begutachte das Relikt eine Weile lang, bevor er sich wieder zuwendet. Ah ja, mein Kunde wäre an diesem Stück durchaus interessiert. Würdest du für dich sagen, wir 5000 davon nehmen? Ja, ich kann das schlechte Angebot förmlich riechen. Wir sollten nochmal darüber reden. Was wäre denn für dich ein angemessener Preis? Ja, 80.000 natürlich. Ich hätte gute Lust, dich für diesen absurden Vorschlag hochkant rauszuwerfen. Entschuldige, ich wollte dich nicht beleidigen. Was wäre denn für dich ein angemessener Preis? Ja, 50.000. Wir nähern uns der Sache, aber so mache ich kaum Profit damit. Und ich bin auch nicht die Wohlfahrt. Was wäre denn für dich ein angemessener Preis? Immer noch 80. Okay. 50 will er auch nicht, ne? Okay, dann machen wir 20. 20? Nun gut. Ich denke, bei dem Preis haben wir beide was davon. Hier, deine Münzen. Vielleicht möchtest du ja später davon in meinem Laden ausgeben. Nö! Ich hab dir gerade noch Münzen geklaut, ja, weil ich bei dir eingekauft habe. Ah, sehr schön.
Da wird gar nichts in deinem Laden ausgegeben. Aber der hat wirklich extrem viele. Also den müssen wir uns merken. Der hat extrem viele Zerschmetterwunden dabei gehabt. Weg mit dir. Gut, okay, Eiskäfer brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir mal zurück. Geh mal die Quest ab. Der hat noch zugehauen. Okay, hallihallo. How's my new favorite bounty hunter doing? Do you have good news? In der Tat. I never doubted you, but I'm impressed nonetheless. Tracking Arjani down and dispatching them as fast as you did. I couldn't have asked for it to have gone any better. Okay. Genug um den heißen Brei herumgeredet, was nun? After you're done with your business in the temple, I sure wouldn't mind having you around once the Scalebane are under new management. Plenty of jobs to do around here. And even more once I'm running the show. Okay, ich werde darüber nachdenken. Du hast auch direkt wieder was für mich. You're now looking at the new leader of the Scalebane, thanks to your help. And plenty of my own effort, of course. Der war keine Sekunde weg. Okay. Okay, vergiss nicht unsere Abmachung. A thief, and a rogue, and a backstabber, and wanted in every city you've ever heard of. Ja, ich hoffe nicht, dass seine nächsten Vertrauenserweckender werden. Despite all that, I'm true to my word. Okay. Especially for a friend. I've already got everything laid out and ready to go. Okay. Und wie lautet der Plan? I know exactly how to get us both into the temple. Since I need to head there for my own business as well. Win-win, right? All we need to do is go on a little jaunt, then steal a giant eagle and fly to our destination. Should be easy. Right? Fuck. Ich glaube, das musst du näher ausführen. Alright. Well, first off, you're going to stop by the Oasis. It's a lovely place this time of year. As long as you don't mind hordes of desert beasts who are looking to rip you apart. Da war ich schon mal. Once you're done there, you should reach the Crystal Mine. Not many people go in there and come out breathing. But I'm sure you'll be fine. Es hört... Vielen Dank für das große Vertrauen. After that, you'll be awfully close to the Osprix war camp. I'll meet up with you just outside of it. Okay, wieso gerade dort? Where else would we be getting a giant eagle? Wir fliegen auf einem Osprix. Ist deine... Du willst auf einem Osprix fliegen? Fuck! Okay, ich bin dabei. Wir werden gegen das gesamte Lager voller Osprix kämpfen müssen. That's the plan. Oh, das ist ein furchtbarer Plan. Oh, come on. Where is that fighting spirit? It's going to work. It's not like you've got any other options. Leider nein, dann sehen wir uns dort. Geil. Geil. Zerik ist einfach... Zerik ist einfach bester Mann. Zerik ist einfach bester Mann. So, wir gehen noch in das Observatorium. Holy moly. Warum mussten wir den fighten? Mann. Warum ist er zu so einem komischen Scheißwurm geworden? Der war doch so, der war doch echt nice. So, können wir uns so ein Ding holen hier? Oh, ich kann eine Linse holen. Ich bin Level 2 vom Ruf her. Dann kaufen wir uns doch mal bei ihr so eine Linse. Ja und nein, weil das kostet 4.200 und wir haben nur 3.500. Okay, dann kaufen wir uns keine Linse.